Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir befinden uns am Beginn der Fastenzeit und haben uns sicherlich den einen oder anderen Vorsatz gefasst, diese Gnadenzeit für das Wachstum unserer Freundschaft mit Gott zu nutzen. Die Lesungen der Fastentage geben uns dafür wertvolle Impulse. Heute eröffnet uns der Herr eine Perspektive, die uns aus der Mittelmäßigkeit herausholen möchte. Der Herr sagt uns: Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vielleicht erschreckt uns das. Wie sollen wir das schaffen? Bei all unseren Schwächen und Fehlern. Es ist aber Gott selbst, der uns dazu auffordert. Er verlangt von uns nichts Unmögliches. Was er uns sagt, ist: Werdet mit mir ein Herz und eine Seele. Genau das ist unsere Berufung. So wie Gott werden, im guten Sinne, nicht so, wie wir es vor einigen Tagen in der Lesung aus dem Buch Genesis gehört haben bei der Versuchungsgeschichte. Der Satan möchte uns dazu verführen, Gott selbst zu werden, ihn beiseite zu schieben und selbst festlegen wollen, was gut oder böse ist oder was wahr oder falsch ist. Immer wieder fällt der Mensch auf diese Versuchung herein, zu denken, dass er selbst es besser weiß, dass er selbst bestimmen kann, wer er ist, dass er sich selbst machen kann, nach seinen Vorstellungen, nicht mehr als Abbild Gottes, sondern nach unserem Bild, nach unseren Vorstellungen. Nein, wir sind geliebte Kinder Gottes und unsere Berufung ist es, ganz so wie er zu werden, heilig zu werden. Das wünscht Gott uns und nicht weniger. Und er wird uns alle Hilfen geben, das zu erreichen. Vielleicht kann da gleich ein großes Missverständnis auftreten, zu meinen, man müsse, um diese Berufung zu verwirklichen, Priester werden oder in einen Orden eintreten oder irgendetwas Besonderes innerhalb der kirchlichen Dienste machen. Nein, diese Berufung, heilig zu werden, gilt für alle Getauften. Willst du getauft werden, bedeutet eigentlich, willst du heilig werden. Und ich möchte in diesem Gespräch mit dem Herrn besonders auf diejenigen eingehen, die mitten in der Welt leben. Die Verheirateten, die Berufstätigen, ja, wie wir sagen, die Laien. Wahrscheinlich haben sie noch nie gefragt: Habe ich eine Berufung? Ja, das haben sie. Gott ruft sie mitten in der Welt, ein Mensch zu sein, der ganz ein Herz und eine Seele mit ihm ist. Das ist nicht wie eine fromme Verzierung unseres Lebens. Es ist ihre Berufung. Ganz entscheidend ist das für das Leben in der Kirche heute. Es wird immer wieder über die Rolle der Laien in der Kirche gesprochen. Da geht es leider häufig um eine Verzerrung ihrer Berufung, so als sei die Kirche eine Art frommer Staat, wo es um Macht und Abstimmung geht und wo man irgendwelche Funktionen erfüllen soll. Die Berufung der Laien besteht hingegen darin, mitten in der Welt bewusst als Christ zu leben. Ein Leben in enger Gemeinschaft mit Gott zu führen, im Beruf, in der Familie, in der Erholung, in allem. Der heilige Josef Maria sagte einmal: Die Liebe, die zu Ehe und Familie führt, kann zugleich ein Weg Gottes, ein herrlicher Weg der Berufung und der rückhaltlosen Hingabe an den Herrn sein. Das ist keine Berufung zweiter Klasse, sondern eine Berufung zur Heiligkeit. Soweit der heilige Josef Maria. Ja, wir alle sind in unserem Stand, mit unserem Alter, unserem Beruf, also mit allen konkreten Lebensumständen zur Heiligkeit berufen. Vielleicht sagen Sie: Heilig?
mit all meinen Fehlern, meiner Vergangenheit, meinem normalen Leben. Wir schauen auf die Menschen, die von der Kirche als Heilige bestätigt wurden. Und da kann uns vielleicht der Mut sinken, zu sagen, okay, das schaffe ich nie. Der heilige Paulus aber scheut sich nicht, in den Briefen die Mitglieder der Ortsgemeinden Heilige zu nennen. Hier wird deutlich, dass jeder Getaufte, noch ehe er gute Werke oder besondere Werke vollbringen kann, geheiligt ist von Gott durch die Taufe. Denn in der Taufe entzündet der Herr gleichsam ein Licht für unser Leben, das nach der Lehre der Kirche die heiligmachende Gnade genannt wird. Wer dieses Licht bewahrt, wer in der Gnade lebt, der ist in der Tat schon heilig. Und immer wieder ist das Bild der Heiligen karikiert und verzerrt worden, so als ob heilig sein bedeute, weltfremd, naiv oder freudlos zu sein. Und nicht selten meint man, ein Heiliger sei nur der, der asketische und moralische Höchstleistungen vollbringe. Jemand, den man daher wohl verehren, aber im eigentlichen Leben doch nie nachahmen könnte. Wie falsch und entmutigend ist diese Meinung. Es gibt keinen Heiligen, mit Ausnahme der seligen Jungfrau Maria, der nicht auch die Sünde gekannt hat und niemals gefallen wäre. Papst Benedikt sagte einmal bei einem Weltjugendtag: Liebe Freunde, Christus achtet nicht so sehr darauf, wie oft er im Leben strauchelt, sondern wie oft er wieder aufsteht. Er fordert keine Glanzleistungen, sondern möchte, dass sein Licht in euch scheint. Er ruft euch nicht, weil ihr gut und vollkommen seid, sondern weil er gut ist und euch zu seinen Freunden machen will. Ja, ihr seid das Licht der Welt, weil Jesus euer Licht ist. Ihr seid Christen, nicht weil ihr Besonderes oder Herausragendes tut, sondern weil er, Christus, in eurem Leben ist. Ihr seid heilig, weil seine Gnade in euch wirkt. Soweit Papst Benedikt. Lassen wir es zu, dass Christus in uns brennt, auch wenn das manchmal Opfer und Verzicht bedeuten kann. Fürchten wir nicht, wir könnten etwas verlieren oder sozusagen am Ende leer ausgehen. Haben wir den Mut, unsere Talente, unsere Begabungen für Gottes Reich einzusetzen und uns hinzugeben, wie das Wachs einer Kerze, damit der Herr um uns herum das Dunkel hell macht. Wagen wir es, eine glühende Liebe zu Gott zu haben, eben in den Augen und in den Herzen Gott auszustrahlen, kann man sagen. Ja, so wie ein Licht, das in der Welt brennt. Ja, heilig werden, das ist unser aller Berufung. Und das können wir nicht aus eigener Kraft. Gott muss uns heiligen, Gott muss uns erheben. Der Heilige Geist heiligt uns. Und deswegen ist es entscheidend, ihm die Türen unseres Herzens zu öffnen. Der heilige Augustin hat das einmal schön ins Bild gebracht. Es ist wie bei einem Segelschiff. Da ist der Wind, der das Schiff voranbringt, aber eben nur, wenn wir die Segel aufspannen. Das ist unser Beitrag, die Segel unserer Seelen aufspannen, damit die Gnade uns erfüllen kann. Wie sieht das konkret aus? Als allererstes sollte es um eine zentrale Bedeutung der Person Christi in unserem Leben gehen. Ihn wollen wir kennenlernen, mit ihm wollen wir Umgang pflegen, ihn wollen wir lieben. Und dazu brauchen wir eine gemeinsame Zeit mit ihm, damit wir von Du zu Du mit dem sprechen. Das tun wir jetzt. Dann sollten wir versuchen, ihn auch im Sakrament der Eucharistie zu empfangen. Und damit unsere Seele immer wieder gestärkt wird und wir auch unser Versagen vor Gott bringen können, sollten wir regelmäßig beichten gehen. Damit wir unseren Glauben noch tiefer kennenlernen, können wir täglich einen Abschnitt aus dem Evangelium lesen und zudem Texte lesen, die uns ja unser Glaubenswissen vertiefen. Dann werden wir eben in unserem Leben, in unserem konkreten Leben, mitten in der Welt, ja, Christus entdecken
und die Welt als einen Ort entdecken, wo wir alles mit dem Herrn erleben. Wir werden unsere berufliche Arbeit zusammen mit ihm verrichten, unsere familiären Verpflichtungen erfüllen mit ihm, uns erholen mit ihm zusammen. Alles wird dann zu einer Begegnung mit Gott und zu einem Weg, der das Licht in die Welt bringt. Die Menschen, mit denen wir in Familie und Beruf zusammenkommen, die werden ja durch uns Gott begegnen. Mutter Teresa hat das einmal gesagt: Lebt so, dass die Menschen euch nach eurem Geheimnis fragen. Ja, wir wollen unser Gespräch mit dem Herrn beenden, indem wir uns an unsere himmlische Mutter wenden und sie bitten, dass sie uns mit Freude beschenkt, mitten in der Welt das Licht ihres Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zu verbreiten. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.